Mein Name ist Thomas Witt. Ein weiteres Gerücht, was über mich und meine beiden Kollegen Jürgen Skupin und Leif Kania erzählt wird, ist, wir seien Motivationstrainer. Motivationstrainer ist ein relativ überflüssiger Beruf, denn Motivation ist eine Ressource, die wir nicht gut kontrollieren können. Motivation ist vergänglich, mal haben wir Motivation, mal haben wir Motivation nicht. Wenn wir also etwas professionell tun wollen, wie Möbel verkaufen oder ein Möbelhaus managen, brauchen wir einen Prozess. Und zwar einen Prozess, der funktioniert, egal ob wir motiviert sind oder nicht. Und dieser Prozess muss so klein und klar aufgegliedert sein, dass wir, auch wenn wir mal schlecht drauf sind oder Kopfschmerzen haben, das tun, von dem wir wissen, dass es uns erfolgreich macht. Das trennt die Spreu vom Weizen. Ein Möbelverkäufer, der nur verkaufen kann, wenn er gut drauf ist, der kontaktiert nicht mehr, sobald er einmal von einem Kunden unsanft weggestoßen wurde, verbal. Aber ein Möbelverkäufer, der ein Profi ist, der weiß, in dem Moment, auch wo es mir nicht gut geht, ich muss auf Suche gehen, den nächsten Kunden finden, dann den nächsten Kunden öffnen. Er weiß zu jedem Zeitpunkt, was er als nächstes sagen wird, muss immer nur die nächste Stufe im Kopf haben und kann das jeden Tag und dementsprechend auch mit relativ gleichmäßigem und steigendem Erfolg. Deswegen trainieren wir keine Motivation, sondern einen klaren Prozess. Ein Führungsprozess, der dafür sorgt, dass Führungskräfte in konstruktiver, motivierender Form mit ihren Leuten umgehen. Und die Treppenmethode für den Möbelverkäufer, die dafür sorgt, dass ein Möbelverkäufer immer auf Kundensuche ist und den Kunden immer gleich gut behandelt, egal ob er gerade gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Denn es kommt darauf an, durch Prozesse professionell zu werden und uns von unseren Stimmungen unabhängig zu machen. Wir können in einer Verkaufspotenzialanalyse Ihnen erklären, wie schnell und wie erfolgreich so ein Projekt möglich ist. Also greifen Sie jetzt zum Hörer oder schicken Sie mir eine E-Mail.